Hallo aus dem Hugo-Junkers-Hangar in Mönchengladbach. Eine wirklich beeindruckende Location. Ich bin heute verabredet mit Tim Plasberg. Er ist Produktmanager bei DAF Trucks Deutschland. Hallo Tim. Hallo Janina. DAF Trucks ist ein Unternehmen des amerikanischen Konzerns Packer Inc. und einer der größten Lkw-Hersteller Europas. In Deutschland ist DAF dank seiner extrem zuverlässigen und hochwertigen Sattelzugmaschinen mittlerweile erfolgreichster Importeur. In der schweren Lkw-Klasse ist der DAF XF das meistgefragte Modell. Den sehen Sie auch hinter uns stehen. Mich interessiert natürlich, was genau macht den XF zu so einem beliebten Fahrzeug im Lkw-Markt? Wir beweisen mit dem XF die größte Kompetenz in Sachen Fernverkehr. Er ist gleichermaßen auf die Anforderungen der Unternehmer wie auch der Fahrer zugeschnitten. Effizienz, Zuverlässigkeit, attraktives Design, Arbeits- und Wohnkomfort machen den XF zu so einem beliebten Fahrzeug. Er fährt übrigens gerade in einschlägigen Fachmagazinen, in wichtigen Tests Verbrauchsrekorde ein. DAF ist nicht nur bei den Sattelzugmaschinen führend, sondern auch extrem erfolgreich bei den Wechselbrückenfahrzeugen. Wie behauptet sich DAF denn in diesem Segment? Der DAF XF hat sich in den letzten Jahren zum zulassungsstärksten Importfahrzeug im Wechselbrückengeschäft entwickelt. Diesen Erfolg gründen wir auf den optimal auf diesen Einsatzzweck zugeschnittenen DAF XF 6x2 Fahrgestellen. Dann erklär mir das doch jetzt mal am Fahrzeug. Sehr gerne, komm mal mit. Was macht den XF denn bei den Fahrern so beliebt? Unsere Fahrer schätzen am meisten das große Platzangebot der Space- und Super-Space-Cab-Kabinen. Auch natürlich das attraktive und funktionelle Außendesign des Fahrzeugs, was übrigens im Innenraum genauso auch fortgeführt wird. Das heißt, wir sehen auf Schaltern und auf dem Lenkrad und in der Heckablage sehen wir dasselbe Design, was wir hier vorne im Fahrzeug auch sehen. Das kombiniert mit einer hervorragenden Ergonomie führt zu einem sehr, sehr hohen Komfort für den Fahrer. Bei der Entwicklung des Innenraums achten wir sehr stark auf vielfältige Staumöglichkeiten, auf ein durchdachtes Innenraumkonzept, auf Schalterergonomie und auf hochwertige Materialien. DAF ist übrigens sehr bekannt für seine komfortablen Betten. Jetzt haben wir viel über das Design und über den Innenraum gesprochen. Jetzt möchte ich natürlich noch mal ein bisschen mehr über den XF als Wechselbrückenfahrzeug wissen. Ja, dann komm doch mal mit. Wir stehen jetzt hier an der Beifahrerseite. Was war für euch denn besonders wichtig bei der Entwicklung des Fahrgestells? Insbesondere das Layout der Komponenten. Das wurde so konzipiert, dass der Aufbau mit geringstmöglichem Aufwand angebracht werden kann. Bei Wechselbrückenfahrzeugen ist ja auch die Luftfederung besonders wichtig. Was sorgt denn hier für einen wirklich effektiven Betrieb? Die volle Federung unserer Wechselbrückenfahrzeuge verfügt über einen besonders weiten Gesamthubweg von bis zu 290 mm. Was eben dazu führt, dass die Behälter aufgenommen werden können und abgebrückt werden können und wir komfortabel die Stützbeine auch auf unebenen Untergründen einklappen und ausklappen können. Und wodurch zeichnet sich eure Luftfederung aus? Unsere Luftfederung zeichnet sich durch ein besonders gleichmäßiges Hebeverhalten aus, das besonders schnell vonstatten geht. Und das erreichen wir durch zusätzlichen Luftvorrat mit Luftkesseln, die wir innovativ am Fahrzeug angebracht haben. Wiederholtes Heben und Senken ist mit dieser Luftfederung in kürzester Zeit möglich. Aber ich möchte noch einen wichtigen Punkt hinten am Fahrzeug zeigen. Okay, gerne. Was ich dir hier noch zeigen möchte, ist das Thema Nachlaufachse. Das ist besonders kritisch im Bereich der Wechselbrückenfahrzeuge. Die DAF-Nachlaufachsen, ob starr oder gelenkt, heben und senken sich je nach Beladungszustand, was dann eben auch den Reifenverschleiß minimiert. In dem Falle sehen wir hier jetzt die FAN-Nachlaufachse. Diese Achse ist elektrohydraulisch gesteuert, besonders wartungsarm, robust und eben auch zuverlässig. Ein Vorteil für eure Kunden ist ja die individuelle Anpassung des Fahrzeugs auf die jeweiligen Wechselsystemaufbauten. Welche passen denn auf den XF? Die DAF XF 6x2 Modelle können im Grunde auf alle Aufbausysteme der gängigen Aufbauhersteller konfiguriert werden. Ob das jetzt ein einfacher Standardaufbau ist, ob das ein multipler Aufbau ist oder ein Volumenaufbau, DAF findet da immer die passende Lösung. Aber noch einfacher geht das natürlich für den Kunden, wenn alles aus einer Hand geliefert wird. Und das machen wir mit unseren Ex-Works-Aufbauten, das heißt im Werk, in Eindhoven, werden die Fahrzeuge komplett aufgebaut und dann nach den DAF-Qualitätskriterien vollendet und kommen dann zulassungsfähig auf den Hof des Kunden. Ist das hier auch so ein Aufbau? Genau, das, was wir hier sehen, ist der Standardwechsler von DAF. Das Fahrzeug kann Brücken aufnehmen C715 und die am weitesten verbreitete C745. Welche Abstellhöhe kann denn das Fahrzeug fahren? Das Fahrzeug kann eine Abstellhöhe von 1320 fahren und ist somit optimal für den Einsatz gerüstet. Aus welchem Material besteht denn der Aufbau und wie funktioniert der eigentlich?
Der Aufbau besteht aus Feinkornstahl und er ist so konstruiert, dass er eben einzeln angeschraubt wird. Wir haben hier vorne die beiden Tragausleger, vorne und hinten. Wir haben zwei Mittelauflagen und dann haben wir Einweißkeile vorne, Einweißrollen hinten, die wir für die Zentrierung nehmen. Und dort vorne haben wir auch noch den veränderbaren Anschlag für die unterschiedlichen Behältergrößen. Was ist denn, wenn ich so einen LKW mit verschiedenen Behälterlängen und verschiedenen Abstellhöhen fahren möchte? Ja, dafür, für den Fall, müssen wir jetzt noch mal eben umbauen. Ja, wir stehen jetzt hier im Multiwechsler. Was ist denn aber hier jetzt genau der Unterschied zu dem vorherigen Modell? Und du hast es eben angesprochen, die Anforderungen des Marktes haben sich grundlegend geändert. Und es sind weitere Behältergrößen mit dazugekommen. Es werden andere Abstellhöhen gefahren. Somit benötigen wir mehr Flexibilität am Auto, wie auch am Aufbau. Welchen Mehrwert bringt denn tatsächlich der Multiwechsler dem Fahrer und auch dem Unternehmer? Zusätzlich zum Standardwechsler kann der Multiwechsler eben auch die C782-Brücke fahren und weitere Abstellhöhen wie die 1120 und 1220 fahren. Er hat dafür eben auch einen verstellbaren Aufbau und kann so flexibel angepasst werden. Und wie funktioniert das mit der Verstellung jetzt genau? Dazu gehen wir einmal nach vorne an den Twistlock und schauen uns das im Detail an. Okay. Und zwar haben wir hier so einen dieser verstellbaren Twistlocks. Und jetzt hier in der Tiefenstellung sieht man, dass wir Platz benötigen am Fahrgestell, um diesen Twistlock hier unterzubringen. Mhm. Und deswegen sind alle Komponenten etwas zur Seite gerückt, sodass wir eben genau diesen Platz erreichen konnten. Und das mit der Verstellung geht jetzt wirklich so einfach? Ja, wir können das ja mal eben machen. So löse ich eben hier kurz die Verriegelung. Mhm. Der Tragausleger ist federentlastet, springt dann direkt hoch, ziehe ihn hoch und rast ihn so ein. Okay, das war echt easy. Das Auto war jetzt gerade in der 1120er Einstellung. Sollen wir das Auto mal eben umbauen auf die 1320er Einstellung? Ja, sehr gerne, ja, klar. Dann machen wir das. Helf dir. Wir sind hier noch bei einem ganz wichtigen Feature angekommen am Heck des Fahrzeugs. Nämlich das Fahrzeug ist vorbereitet für den Betrieb von zwei Anhängersystemen. Das eine ist für den Betrieb mit einer C745-Brücke. Einen Drehschemel-Anhängerbetrieb mit der hohen Kupplung hier oben und den Anhängeranschlüssen auf der linken Seite. Für den Betrieb mit einer C782-Brücke haben wir das Fahrzeug vorbereitet mit einer Unterflurkupplung. Um da heranzukommen, müssen wir erstmal den Unterfahrschutz, der ja verstellbar ist, hochklappen, rasten lassen. Und dann kommen wir hier auf der Seite eben optimal auch an die Anhängeranschlüsse heran. Dazu können wir mal eben hier rüber gehen. Und ein ganz wichtiges Feature ist auch, dass wir den Kupplungsbolzen pneumatisch entriegeln können. Das kann ich ja mal eben vormachen. Tim, vielen Dank für die wirklich interessanten Einblicke in das DAF-Wechselbrückensegment. Ja, mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Ich habe heute wirklich extrem viel dazugelernt und ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt von euren LKW. Wir verabschieden uns jetzt aus dem Hugo-Junkers-Hangar in Mönchengladbach. Bis bald.